Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist der beliebte Schauspieler Richard Belzer im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Schriftsteller Bill Sheft, ein langjähriger Freund des Schauspielers, bestätigte dies gegenüber THR und fügte hinzu: Er hatte viele gesundheitliche Probleme und seine letzten Worte waren: F*** you, mother*****. Obwohl Belzer auf eine lange Karriere zurückblicken kann, die bis in die frühen 80er Jahre zurückreicht, ist er am besten für seine Rolle als Detektiv John Munch in der langlaufenden Krimiserie Law & Order – Special Victims Unit bekannt. Eine Rolle, die er 17 Jahre lang in 326 Episoden spielte. Belzer wurde aber auch durch seinen einzigartigen Humor und seine Karriere als Stand-Up-Comic bekannt. Laut Vulture war Belzer einer der ursprünglichen Saturday Night Live-Aufwärmkomiker. Seine Beziehung zu Saturday Night Live-Schöpfer Lorne Michaels war jedoch nicht nur rosig und sonnig. Laut Belzer, der mit People sprach, versprach Lorne ihm einen Platz in der Besetzung, machte aber später einen Rückzieher. Trotz des möglichen Kommunikationsfehlers diente Belzer Saturday Night Live-Teilnahme als Sprungbrett für seine Karriere. Belzer hinterlässt seine Frau Harley McBride. Bisher haben sich weder McBride noch andere Mitglieder von Belzers Familie zu seinem Tod geäußert. Allerdings hat der ehemalige Law & Order Special Victims Unit Showrunner Warren Leight auf Twitter sein Beileid ausgesprochen. Leight schrieb: Richard Belzer war der erste Schauspieler, der mich willkommen hieß, als ich bei Special Victims Unit anfing. Offen, warmherzig, bissig, schlagfertig und überraschend freundlich. Ich liebte es, für Munch zu schreiben. Und ich liebte es, mit Belzer zusammen zu sein. Wir ahnten, dass dies seine Abschiedsszene sein würde. Godspeed, Belz. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Richard Belzer eine lange, ausgezeichnete Karriere hatte. Neben seiner beliebten Rolle als Detektiv Munch in Law & Order und seiner bereits erwähnten Stand-Up-Karriere versuchte sich Belzer auch in der Welt der Literatur. Im Laufe seiner Karriere war Belzer Co-Autor einer Reihe von Büchern über einige der populärsten Verschwörungstheorien der Welt, die sich mit allem befassten. Vom Verschwinden des malaysischen Flugs 370 bis zur Ermordung John F. Kennedys. Belzer sagte 2013 zu Politico: Der Grund, warum ich Hitlist geschrieben habe, sind die 50 mysteriösen Todesfälle von Zeugen des JFK-Attentats. Wir sprechen von CIA-Agenten, FBI-Agenten, Reportern, Menschen, die Vorkenntnisse hatten oder Menschen, die hinterher zu viel geredet haben. Und wenn irgendjemand Zweifel an einer Verschwörung hat, was ich bezweifle, dann ist der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, der, dass es beweist, warum sie all diese Leute töten sollten, wenn es keine Verschwörung gibt. Belzer war wie sein häufiger Mitarbeiter David Wayne ein New York Times Bestseller-Autor. Was bedeutet, dass ihm sein Händchen für Verschwörungstheorien gute Dienste geleistet hat? Aber hat er tatsächlich geglaubt, worüber er schrieb? Es scheint so. Belzer teilte Folgendes 2009 mit Publisher Weekly: Als ich UFOs, JFK und Elvis schrieb, stellte ich bei meinen Recherchen fest, dass die Realität so kompliziert, lustig und unberechenbar ist, dass man nichts zu beschönigen braucht. Ich habe versucht, über Dinge zu berichten, die nicht allgemein bekannt sind und die ich faszinierend fand. Für mich ist praktisch alles eine Verschwörung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Laut Richard Belzer selbst war es ein glücklicher Zufall, dass er die Rolle des Detektiv John Munch bekam. In einem Interview mit The Boomer Tube verriet er: Es war ein kleines Wunder, wie ich die Rolle bekommen habe. Ich habe nicht dafür vorgesprochen. Barry Levinson hörte mich in der Howard Stern Show und holte mich dann zum Vorsprechen für die Rolle. Belzer bezeichnete die Erfahrung als magisch und merkte an, dass die Rolle ihm sehr nahe ging. Er erzählte weiter: Sie schreiben an all meine Paranoia- und Anti-Establishment-Dissidenten und Verschwörungstheorien, also hat es mir eine Menge Spaß gemacht. Es besteht kein Zweifel, dass Belzer einen großen Einfluss auf seine Rolle als Detektiv John Munch hatte. In einem Statement erklärte der Law & Order Special Victims Unit Schöpfer und ausführender Produzent Dick Wolf: Richard Belzers Detektiv John Munch ist eine der kultigsten Figuren des Fernsehens. Belzer war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein bemerkenswerter Mensch, der zu Lebzeiten viele Menschen aufgerichtet hat. Wie sich herausstellte, war Belzer in seiner Rolle äußerst beeindruckend. Wolf sagte: Ich habe zum ersten Mal mit Richard beim Crossover von Law & Order Homicide gearbeitet und mochte die Figur so sehr, dass sich Tom von Tanner sagte, dass ich ihn zu einer der Originalfiguren im Special Victims Unit machen wollte. Wolf fuhr fort: Der Rest ist Geschichte. Richard brachte Humor und Freude in unser aller Leben. Er war ein absoluter Profi und wir werden ihn alle sehr vermissen.
1982 hatte Richard Belzer seinen ersten Auftritt bei Late Night with David Letterman. Nach einem Auftritt, der eine ausgefallene Fußarbeit erforderte, machte Belzer eine Reihe von Witzen über Hollywood-Preise und zeigte seine makellose Imitation von Jack Nicholson, indem er so tat, als ob der Schauspieler bei Burger King bestellen würde. Mit Nicholsons markanter Stimme und in Anspielung auf eine berühmte Szene aus dem Film Five Easy Pieces. Ein Mann sucht sich selbst, sagte Belzer. Ich möchte ein Omelett, keine Kartoffeln, stattdessen Tomaten und Sie können den Big Whopper zwischen Ihren Knien halten. Wie viele Comedians ließ sich auch Belzer von seinen persönlichen Herausforderungen und Erfahrungen zu seinem Stand-Up-Programm inspirieren. Laut People lieferte ihm die Tatsache, dass er Hodenkrebs überlebt hatte, einen guten Stoff für sein HBO-Comedy-Special Another Lone Nut von 1997. Während seiner Show machte er einen Witz über einen Vorfall, in der Richard Belzer Show, an dem Hulk Hogan beteiligt war. Offenbar hatte Hogan Belzer in einen Würgegriff genommen, woraufhin dieser ohnmächtig wurde. Belzer verklagte den Wrestler daraufhin und die beiden einigten sich außergerichtlich. Nach Belzers Tod erinnern sich Branchenfreunde an das komödiantische Talent des Stars. Lorraine Newman, ehemalige Saturday Night Live Darstellerin, tweetete: Ich habe diesen Kerl so sehr geliebt. Er war einer meiner ersten Freunde, als ich nach New York kam, um Saturday Night Live zu machen. Wir gingen jede Woche in Sheepshead Bay zum Hummeressen. Einer der witzigsten Menschen überhaupt. Ein Meister im Umgang mit dem Publikum.